Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy Guide. Heute geht es um ein Toy, was wir uns im Schlund von einem Rare Mob holen können. Und zwar habe ich eben den Rare Mob Borget umgehauen. Und der hat sich bei mir hier befunden, im Schlund auf den Koordinaten 40, 41. Und der Mob war ganz schön zäh, hat etwa 1 Million Life. Und dieser kann ein Toy droppen, und das habe ich auch bekommen. Borgets feuriger Schwefel. Und ich habe eben auf Wiobehead nachgeguckt. So wie es aussieht, hat es eine ganz gute Dropchance. 27% ist im Moment angegeben. Wir haben den, also ich habe es mit einer Zweiergruppe umgehauen. Es waren noch ein paar andere Leute dabei. Beide aus der Gruppe haben es bekommen. 27% laut Wiobehead. Und jetzt können wir uns das Ding mal anschauen. Das ist nämlich ganz nützlich. Wir lernen es einmal und dann gucken wir mal. Und zwar benutzt, zieht Macht aus dem Fragment von Borget, beschwört eine Flammensäule unter euren Füßen und katapultiert euch in die Luft. Kann nur im Schlund verwendet werden. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Moment, das habe ich aus den Augen verloren, das Toy. Boah, ah, hier haben wir es. Zack. Ja gut, okay, soweit. Also vielleicht für so eine kleine Klippe ist es, denke ich mal, eine ganz nette Angelegenheit. Sonderlich weit hoch kickt's einen natürlich jetzt nicht, ne? Ich habe mir da jetzt mehr erwartet, aber ich dachte schon, oh, vielleicht ist es eher auch nicht gut. Nicht, dass ich dann noch Fallschaden bekomme, aber ich habe ja diesen Druid-Jump und kann da ein bisschen was verhindern. Genau, das war es eigentlich schon. Bei mir, wie gesagt, der Rare ist hier gespawnt. 40 in etwa. Eventuell kann der auch noch woanders spawnen, das weiß ich jetzt nicht. Aber so wie es aussieht, ist hier der Punkt. Ich gucke jetzt auch noch mal kurz, ob ich noch alternative Punkte finde. Nee, aber laut WoWhead hat er auch nur einen Spot. Hat aber, wie gesagt, fast 1 Million live. Also auch wenn ihr ihn alleine angreift, dementsprechend ist er schon einer der tougheren Mobs. Gut, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tila, bis dann. Ciao.